Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Conan Exiles Let's Plays. Ich habe gerade eben schon angefangen aufzunehmen. Wir sind nur schnell mit Sade von da drüben hierher gerannt. Ja, sie ist derweilen ein, zwei Levelchen aufgestiegen. Ich habe kurz erklärt, die Arme, die Assi von ihm. Ich habe kurz erklärt, was es mit den Stats auf sich hat und wie die sich leveln. Ja, das kann ich nachher gerne gleich nochmal machen. Es hat sich ein weiteres Problem in mein Leben eingeschlichen. Und zwar sagt meine Cam ab und zu, seit neuem erst, Movie-Aufnahme wurde automatisch abgebrochen. Also sie hier, ja, I'm talking you. Das ist deswegen ein Problem, weil man dazu im Internet absolut nichts findet, außer ja, Firmware oder so, na, mal wieder updaten. Mache ich alles ständig, wisst ihr, wie ich meine? Also ist nicht das Ding. Ich müsste sie in dem Fall wahrscheinlich eher zurücksetzen auf eine ältere Firmware oder so. Aber das letzte Update liegt so lange zurück und das Problem hier habe ich jetzt seit ein, zwei Wochen, dass es ab und zu mal passiert. Und es ist echt doof, weil ich krieg das halt nicht mit und dann verschwindet halt mein Gesicht. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt sad. Da muss ich jetzt ein bisschen schauen, was da das Problem ist in nächster Zeit. Weil im Internet steht dann halt viel, ja, hey, check doch mal die Lesegeschwindigkeit von deiner SD-Karte. Das sind aber so Tipps von 2002 oder so gefühlt. Wisst ihr, wie ich meine? Jede SD-Karte reicht dafür aus. Also, wenn du nicht gerade eine fatal schlechte Lesegeschwindigkeit hast, dann passt es schon. So, kannst du bitte mitkommen? Danke. Guck mal, Sade, ja, hack hier mal mit rein. Ja, genau, schaut euch das mal an, das macht ihr doch klasse hier. Ja, der Damage-Output ist noch nicht ganz so Ehre, aber das wird schon noch besser. Ja, der Grund, weshalb wir sie mitnehmen, ist relativ simpel. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Schaut mal, und zwar ist sie bei ihren Werten gar nicht mal so inkonsistent. Hier die 82% und schon die 20 Punkte. Also ursprünglich hatte sie 30 auf Beweglichkeit und 15 auf Mut. Wir haben jetzt zwei Level-Ups verzeichnet und sie hat innerhalb von zwei Level-Ups 5 Punkte auf Mut bekommen. 3 auf Beweglichkeit, 3 auf Stärke, 3 auf Vitalität. Ja, das ist schon ziemlich nice. Das ist schon ziemlich nice. Das lief sehr, sehr lucky. Denn ihr seht, wir haben hier eine Wachstumschance. Das heißt, es ist nicht gegeben, dass bei jedem Level-Up hier auch wirklich ein Punkt dazukommt. Gerade bei hier knappen 60%. Stärke ist es nicht so selbstverständlich, dass wir jedes Level wirklich einen Punkt dazu bekommen. Ja, sie hat also gut reingehasselt. Das ist sehr schön. Und ich würde sagen, in dem Sinne können wir sie durchaus mal ein bisschen leveln. Nehmen sie jetzt einfach mal mit und schauen mal, was sie so als die ersten Perks bekommt. Ja, wie ihr seht, haben wir hier dann verschiedene Vorteile. Und je nachdem, was sie da bekommt, entscheiden wir dann nochmal, ob wir sie früher oder später doch noch fallen lassen oder nicht. Vielleicht für diejenigen unter euch, denen diese Analogie etwas bringt, bei Pokémon habe ich früher auch immer darauf geachtet, dass mein Pokémon nicht nur ne, das Pokémon ist, das ich haben will, sondern auch das Wesen hat, das ich haben will. Ja, zum Beispiel mit einem Bonus auf Stärke, beziehungsweise auf Angriff und einem Malus auf, was weiß ich, Spezialverteidigung oder so. Ja, ja, da gibt es die verschiedenen Wesen, das sind die kühn, arglistig, fromm, froh. Solche Geschichten, ja. Und genau das gleiche geht letzten Endes mit euren Getreuen. Wenn wir jetzt nochmal eine Sade, die Geschmeidige, rekrutieren würden, könnte es gut sein, dass sie hier zum Beispiel, was weiß ich, da nur 40% drauf hat, was in dem Sinne cool wäre, denn Stärke brauchen wir nicht. Wir gehen ja eindeutig auf Beweglichkeitsschaden. Das heißt, hier eine geringere Prozentzahl, dafür hier mehr oder auf Vitalität mehr wäre eigentlich cool. Wir haben jetzt aber was zu essen reingetan, damit sie auf Vitalität noch so ein bisschen über die 70% kommt. Und damit würde ich sagen, ist auch das relativ cool. Genau, der Plan, weshalb wir hier sind, ist folgender. Jetzt muss ich da immer wieder hingucken. Ah, es ist so nervig. Immer ist irgendwas. Wie man weiß, kann nicht einfach mal das ganze Setup worken. Einfach worken. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Ja, genau. Wir wollen da oben links diese Zauberer abholen. Ich habe ja neulich ein Video rausgehauen zur Kopfgeldjagd. Und das Ding ist, ich zocke gerade mit Maddie und ihren beiden Brüdern Conan Exiles auf einem Server, den wir uns halt gegönnt haben. Und das Ding ist, klar, wir sind da zu viert, innerhalb kürzester Zeit zockst du einen Abend und du bist doppelt, dreimal so weit, wie wir es bis jetzt in dem Let's Play sind. Und da habe ich langsam so checken gelernt, was es eigentlich genau mit diesen Zauberern auf sich hat. Und deswegen, ja, gehen wir da jetzt auf jeden Fall mal rein. Denn ich will auch etwas für das Video sozusagen mal testen, ob das wirklich so ist, wie ich mir das erträume und was es da hier zu holen gibt. Ja, ich will jetzt hier noch nicht zu viel spoilern. Ich will gleich noch sehen. Oho, oho, Aster Zuchtmeister. Ah, wir haben einen legendären Zuchtmeister, gell? In dem Sinne ist es egal. Man könnte ihn natürlich trotzdem mitnehmen, aber es ist egal. Ist egal, wir haben schon einen legendären Zuchtmeister, brauchen wir nicht. Wie sieht's bei dir aus?
du bist. Da darf ich nicht sehen eigentlich so. Tänzerin 2 ist auch egal, ja. Easy. Und es gibt eine Art neuen Move, ja. Und zwar habe ich mal so richtig, wenn man nicht hosten muss die ganze Zeit, also ich mache es ja auch gern, ja, kriegt es nicht in den falschen Hals, wenn man nicht am Hosten ist die ganze Zeit, ist vielleicht besser formuliert, dann kann man, finde ich, viel mehr auf diverse Sachen achten. Ja, also mir fällt es dann einfach leichter, das merke ich hier und da. Wenn ich Sachen übersehe oder manche Verbindungen nicht direkt schlage, dann ist das häufig so, weil ich so ein bisschen am Kommentieren bin zur selben Zeit, ja. Und zwar gibt es genau 3 Moves, mit denen wir mit dem Katana eine Blutung raushauen. Das ist nicht dieser Eröffner, sondern wenn wir rennen, dieser Move haut eine Blutung raus, dieser hier haut eine Blutung raus und dann noch der letzte von dieser Viererkette. Ja, hier also wir haben 1, Blutung, 2, Blutung. Das sind immer die, die von links kommen sozusagen, warum auch immer. Das heißt, wenn wir einen Hit raushauen und dann rechts klicken, und dann noch ein Hit und dann rechts klicken, dann können wir so immer unsere Blutung hochstacken bis zum geht nicht mehr. Ja, und das macht natürlich Sinn. Das hatten wir hier schon, oder? Haben wir hier noch nicht gelernt? Knallhart, ey. In dem Let's Play ja gar nichts gemacht, oder? So, ich würde sagen, wir töten einen und versklaven den anderen für die höhere Belohnung. Das wäre so die Idee. Dann muss ich Sade aber noch schnell auf Chillen stellen. Ah, Verhalten, Aktivität, nichts angreifen. Ja, lass mal schnell, bitte. So, dann holen wir hier. Genau, hi. Wir brauchen dich. Wir nehmen dich mit. Wir nehmen dich mit und wir zeigen dir so ganz neue Möglichkeiten. Du kannst nämlich für uns mega dienlich sein. So, ja, damit wir auch mal schön auf Kopfgeldjagd gegangen sind. Wisst ihr, wie ich meine? Will ich ja nicht, dass hier die Leute sagen, ey, der P geht gar nicht Kopfgeldjagen. Ist ja schade. Der Grund, weshalb wir das in den vorigen Episoden gemacht haben, war auch nicht nur, wo ist jetzt der Leichnam hin? Hätte ich den jetzt erst looten sollen? Das ist nicht euer Ernst. Oh, wie ärgerlich, dass der jetzt verschwunden ist. Da hätten wir nämlich noch den Schädel looten können. Ja, anyway, okay. Dann haben wir jetzt halt nur einen. Sad, aber sad but true. Ja, guter Song von Metallica. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja, und dann gucken wir uns das mal an. Ha? Der Grund war, ich habe zuletzt ziemlich viele Episoden auf Pump aufgenommen. Ja, und halt alle, bevor ich das wusste, wie das geht. So, wir geben das hier ab, kriegen bös geile Belohnungen letzten Endes. Vieles davon, ich würde sagen, die alchemistische Grundsubstanz, doch, können wir mittlerweile eigentlich auch verwenden. Nachhaltiges Festmahl, Silberstein und Goldstein können wir zu Silber- und Goldstaub machen. Schlangengiftdrüse haben wir, glaube ich, vorher schon gelootet, gell. Hier Wildfleisch ist egal, die Arme können auch raus, braucht man alles nicht. Dämonenblut ist sweet. Genau, und mit dem alten Obolus können wir hier bei den verschiedenen Leuten verschiedenen Shit gönnen. Hier kriegen wir zum Beispiel eine Schwarzblut-Axt. Ja, die ist legendary für nur 15 Obolus. Das ist ziemlich geil eigentlich. Dann kriegen wir bei irgendjemandem noch Elstrinker für 15 alter Obolus. Okay. Okay, aha. Die Spots unterscheiden sich also schon darin. Ja, irgendjemand hat bestimmt noch Versorgungskisten. Ah, okay. Er verkauft uns hier Krieger oder Arbeiter, die jeweils legendary sind. Was ist da jetzt los? Was war das jetzt gerade? Okay, was war das gerade? Da war gerade irgendwie kurz so ein Thermometer, das so runterlief. Aber die Aufnahme läuft noch. Aber was war das? Oh Mann, wisst ihr, das kann doch nicht sein, dass jetzt wieder irgendwas Neues bei der Cam dazu kommt. Genau, und die haben Nachschubmaterialien. Da können wir für 5 so eine Kiste kaufen, wie die Träger dabei haben. Haben wir ja die letzten Episoden gesehen. Und kriegen dann halt, was weiß ich, 1000 Gegenstände, 500 Eisenbarren, 500 Holz, irgendwie sowas kriegt man dann. Also ist schon ziemlich geil, was man da mit den alten Obolussen machen kann. Wir gehen jetzt also einfach ab und zu dahin, holen uns im Idealfall den Kopf von einem Zauberer und den anderen Zauberer geben wir da so lebend bewusstlos ab. Denn wenn man die lebend und bewusstlos abgibt, dann ist die Belohnungsrange etwas höher. Soll heißen, ich zeige euch das gleich. So, Verhalten, Aktivität, bewache mich. Und jetzt greif mal bitte da schnell an. Die Idee ist dann letzten Endes, ich zeig's euch gleich, während sie das schnell regelt. So, guck mal, man kriegt immer denselben Pool an Items, ja. Also manchmal kriegt man irgendwie, was weiß ich, noch eine Goldmünze oder eine Silbermünze, aber man kriegt immer ungefähr das hier. Das heißt, die Idee von dem, was man bekommt, ja, die Möglichkeiten, was man bekommen kann, sind immer die gleichen. Wenn ihr aber jetzt jemanden bewusstlos da abgebt, dann ist die Menge
der einzelnen Sachen hier etwas höher. Ja, das ist so letzten Endes die Idee. Ja, dann müssen wir wohl wieder ein bisschen nachhelfen, ha? Obwohl, Sadie regelt das, oder? Ah, das Gift kickt schon rein. Ja, da sollten wir auf jeden Fall helfen. So, guckt, hier war der Anlauf zu kurz, um die Blutung direkt rauszuholen. Das ist manchmal eine witzige Geschichte, wie das klappt, aber ja, machen wir easy und Getreuer ist aufgestiegen und dann kriegen wir hier nochmal ein Dämonenblut. So sieht's gerade aus, als wäre es irgendwie mehr als eine Schlange, oder? Ich find's immer so irre, gell, wenn man was aufrollt, was eigentlich rund ist, wie lang es dann ist. Also auch wenn man ja irgendwie so einfach so einen Autoreifen sieht, der ist so rund. Und ich finde, solange das rund ist, kann man gar nicht einschätzen, wie lange das wäre, wenn man es komplett aufrollen würde. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie lang es dann tatsächlich ist. Genauso finde ich, ist es, eine Distanz in die Ferne einzuschätzen, da sehen 10 Meter nach viel mehr aus als in die Höhe. Ja, bei der Höhe, finde ich, hat man manchmal so das Gefühl, man sagt so, ah ja, das ist easy 20 Meter hoch und dann sind es irgendwie nur, was weiß ich, 10, 15, 14 Meter, irgendwie sowas. Ja. Ich finde, in die Höhe verschätzt man sich da viel schneller als in die Distanz, also ja, in die horizontale Ferne sozusagen. Zumindest ist es bei mir so, ja, vielleicht habe ich da auch ein seltenes visuelles Leiden oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass das bei mir und ich glaube auch bei anderen, mit denen ich drüber gesprochen habe, hier und da so ist, ja, die dann sagen, ah ja, das sehe ich genauso, ja. Okay, so, dann würde ich sagen, ich wüsste jetzt gar nicht genau, die alchemistische Grundsubstanz können wir eigentlich direkt in unser, wir haben doch jetzt, ja, genau, wir haben doch hier schon unser Alchemielabor. Ja, das ist doch klasse, guck mal, dann kommt die da natürlich direkt mit rein. Und dann können wir hier, glaube ich, die ersten Geschichten mal machen, oder? Ja, guck mal, könnten wir schon konzentriertes Aloe machen. Das ist doch mega stark. Ja? So, und das hier muss, glaube ich, in den Mahlstein. Hatten wir da schon einen? Da hatten wir in der alten Base einen, gell? Dann tun wir das erstmal hier rein. Denn Goldstaub und Stuff ist später echt gar nicht mal unwichtig. So, hier noch Food rein. Wo? Ja, machen wir das mal hier mit rein, oder? Und Obolusse würde ich zu Prime Loot vielleicht hier nach ganz rechts erstmal und da sammeln. Stahlfeuer kommt natürlich in den Ofen rein. Zum Stahl herstellen, früher oder später. Ja, genau, das läuft. Was haben wir hier? Ja, da mal Goldstaub, bisschen Teer, bisschen Schwefel. Ja, da mangelt es uns an Teer, gell, um hier mal wieder ein bisschen Schwefelfeuer herzustellen. Das heißt, wir sollten eigentlich mal an der Gerberei wieder ein bisschen was regeln. Ah, läuft aber auch. Okay, alles klar. Ja, dann hauen wir da einfach mal rein, würde ich sagen. Was wir so da haben, holen den Teer mal raus. Ja, das hätte ich wahrscheinlich schon vor ein, zwei Episoden mal wieder machen sollen. Einfach, damit hier alles läuft. So, ja, stellen wir alle her. Perfekt, cool. Dann läuft das hier auch durch. Das ist sehr schön. Hier haben wir direkt schon, ja, unsere Klinge des Abenteurers. Das ist cool. Die könnten wir früher oder später auch vielleicht mal irgendwem geben. Ja, das könnten wir definitiv machen. Die ist auch eigentlich echt strong, muss ich sagen. Eine gute Beidhandwaffe. Definitiv, definitiv. Wenn wir vielleicht den nächsten Getreuen mal auf Stärke kriegen, dann wäre das eine Möglichkeit, ja. Und eine weitere Idee. Wir haben neulich, ich glaube vor, was weiß ich, ein paar Episoden, als wir den ersten Zauberer mal getötet haben, eine Karte der Zauberer bekommen und die hat uns hier ungefähr diesen Spot angezeigt. Das heißt, da würde ich in nächster Zeit auch noch sehr gerne hin, da ich mir vorstellen könnte, ey, da ist dann halt, was weiß ich, der nächste Clou und vielleicht kommen wir so über Ecken und Wege mal an unsere Zauberei heran. Ja, das wäre schon cool. In dem Sinne würde ich auch sagen, wir gehen da direkt mal hin, aber wir leveln Sade noch ein bisschen. Und ich würde, ja doch, wir leveln sie jetzt einfach noch ein bisschen. Das machen wir einfach. Wo machen wir das jetzt aber am besten? Oh, bei den Nashörnern wäre doch gut, oder? Die geben bestimmt auch gut EP. So mindestens auf Level 5 hätte ich sie schon, obwohl wir könnten auch eigentlich einfach direkt los. Wir gucken uns das dann einfach mal an. Im Zweifelsfall lassen wir Sade draußen stehen. Das heißt, wir gehen Richtung Fluss, wir können auch Luftlinie so ein bisschen an der verlorenen, wie heißt die, Stadt vorbei. Sollen wir Luftlinie gehen? Einfach straight runter. So, wo sind wir da? So wäre Luftlinie, oder? Ja, das wäre Luftlinie, alles klar. Dann machen wir jetzt so Fritz Meinecke-Style, wir laufen Luftlinie und gehen an keinem Hindernis vorbei. Ja? Ich glaube, so ein Video hat er doch auch mal gemacht. Ja, und sowas machen wir jetzt auch. Wir gehen an keinem Hindernis vorbei, Ala. Ups.
Ja, und ziehen einfach durch. So, haben wir denn alles dabei, was wir brauchen? Ja, haben wir. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Ich hätte meinen Katana noch reparieren können. Aber das wird schon passen. Ja, wir haben auch noch den Bogen dabei. Es wird schon laufen. Wird schon laufen. Easy. Na, Sade, das läuft, gell. Dann muss ich direkt nochmal gucken, wie die Luftlinie aussieht. Ja, bisschen weiter so. Ja, greifst du da nicht an, oder wie? Kein Bock. Ja. Ich weiß ja nicht. Also die Getreuen hier, schwierig, was die hier und da abziehen. Schwierig. Das ist schön, wisst ihr, wie ich meine? Dann sind wir jetzt schön bei Nacht unterwegs, um dann am Tag da unser Leben ein bisschen zu regeln. Sollen wir sie schnell machen? Ja, nee, wäre jetzt, glaub, zu viel. Wäre jetzt, glaub, zu viel. So, ich würde sagen, wir ziehen einfach relativ straight durch, oder? Essen und trinken mal was. Dann könnten wir gleich noch einen Punkt versetzen. Was ist denn da? Was ist denn da? Digga, das ist halt der erste Drake. Packen wir den? Und seit wann ist der so in der Nähe hier, dass wir den noch nie gesehen haben? Aber den könnten wir schon mal antesten. Ich bin jetzt gerade das Einzige, was jetzt halt ein bisschen doof wäre, wäre, wenn unser Katana schlapp macht, früher oder später. Ah, sollen wir den schnell machen, zurückgehen, das Katana reparieren und dann noch mal los? Wäre halt auch gut zum Leveln fürs AD. Ja, komm, jetzt testen wir das halt mal. Die Getreue noch nicht erreichbar. Okay, müssen wir näher ran. Hier, guck mal. Ist jetzt? Ja, jetzt geht's, gell. Ah, das ist ein Triple Boss. Ja, dann eher nicht. Ich dachte, es wäre ein einstufiger Boss. Dann rennen wir jetzt erstmal wir weg. Und dann drücken wir immer wieder mit E auf den Boden und holen so Sade zum Bewegen, ja. Dann müsste die auch früher oder später. Ah, er rennt eh erstmal uns hinterher. Ja, Junge, Junge, okay. Das ist halt, ne? Es gibt die in einer Stufe kleiner, sag ich mal. Da hätten wir vielleicht eine Chance. Na, mit einem toten Kopf. Aber mit drei. Nee. Nee, spüre ich noch nicht so. Spüre ich ehrlich gesagt noch nicht so. Hoffentlich stresst er jetzt nicht Sade an. Ja. Oh nee, jetzt rennt er noch Sade hinterher. Das heißt, wir müssen nochmal die gesamte Aggro wegpullen, oder? Ja, komm, Sade, das wird gut. Oh Mann. Hä? Welcher Boss ist hier in der Nähe eigentlich nicht? Das müsste ich mich mittlerweile hier und da fragen. Oder wir haben da den Steinnasenboss. Wir haben den Nashornboss. Wir haben diesen Boss. Ey, wir haben legit einfach jeden Boss. Kommt Sade? Ah, sie ist schon da. Er hat sie gar nicht bemerkt. Okay, ja, dann reparieren wir das schnell und dann gehen wir los. Dann gehen wir wirklich los, ohne Wenn und Aber. Dann gehen wir da auch durch, rennen an dem vorbei und da werden wir es nicht wieder Fritz Meinecke machen. Ja, wir rennen so an dem vorbei, dass der uns gar nicht erst aggro kommt. Muss nicht sein. Es ist jetzt in dem Fall einfach unnötig. In dem Fall, ja, Respekt an Fritz, aber im echten Leben gibt es halt auch nicht ganz so viele Triple-Boss-Gegner. Ja, also, ja, schon mal eine andere Hausnummer hier. Ich glaube, da hätte der Fritz Meinecke auch gesagt, ja, schwierig. Schwierig. Also ein Ultra-Boss-Drake, ja, einfach schwierig. Er bewacht dann hier quasi so den Eingang zur, wie heißt denn die Stadt nochmal? Die Verlorene, die Verbotene, die Rattenstadt. Ah, ihr wisst, was ich meine. Die Stadt halt hier. Okay, ja, diesmal gehen wir da durch. Ich habe richtig Bock drauf, ja. Wir haben da, ich hoffe, ihr könnt euch entsinnen, ne? Wir haben da vor Ewigkeiten mal diese Karte von einem Zauberer bekommen und die hat uns halt diesen Spot empfohlen. Ich hoffe jetzt, da ist nicht irgendwie, was weiß ich, nur so ein kleiner Schatz oder so, sondern ich hoffe, da ist so der nächste Hint. Wisst ihr, wie ich meine? So, ja, oh, jetzt musst du als nächstes da und dahin oder so. Und dann kriegst du da, was weiß ich, something. Ja, irgendwas. Wäre schon cool. Wäre einfach cool. Deswegen, wir checken das auf jeden Fall mal aus. Sollten wir definitiv tun. So. Ist auch gar kein Problem, dass wir, und da erinnere ich mich, dass man hier in der Stadt hier und da verderbt wird. Ist kein Problem, denn wir haben ja Sade dabei und die unterhält da die ganze Zeit dagegen an. Ja, okay, ja, die Getreuen, die bewegen sich hier schon interessant. So, und die sind doch hier ohne Bossschädel, oder? Das sind doch einfach relativ große Scorpions und da kann man bestimmt auch gut leveln. Ja, eben, oder? Ja, werden schon ein bisschen
stärker hier, aber alles noch im Bereich des Möglichen, oder? Drücken wir dem noch schnell eine Blutung rein. Der Rest regelt unsere Flinkfüßigkeit. Ja, schaut mal, 10 Blutungen. So muss das sein. Muss das sein. Sadie, wie sieht's denn bei dir aus? Okay. Die bräuchte halt relativ bald eigentlich schon wieder Food. Das ist halt auch so eine Geschichte für sich, wie schnell sie das verbrauchen, ist halt insane. Das ist halt komplett insane einfach. Ich würde fast behaupten, ein bisschen arg schnell für meinen Geschmack. Bisschen arg schnell. So, hier direkt 2 Blutungen rein. 1, 2. Zur Seite. Schön weg. Ja, und dann den nächsten. Und die nächste. Und die nächste. Ja, dann war es das auch schon hier mit unserem Spießgeselle. So. Was halt hier auch richtig fett wäre, früher oder später, wäre, einen von den Relic Hunters zu versklaven. Ja, die Reliquienjäger. Die sind nämlich T4 und das sind so... Die sind auf jeden Fall in dem Ranking der stärksten Leute mit dabei. Die namenlose Stadt, so hieß sie eben, gell? Die namenlose Stadt. Erkunde die namenlose Stadt. Bin gerade dabei. Ja, wir erkunden hier nicht viel. Ja, hier gibt's Skeletons und so. Ich würde sagen, wir... Jetzt machen wir hier erstmal noch nicht viel. Ja, wir können das eines Tages sehr, sehr gerne machen und wir werden das auch machen. Das ist vollkommen außer Frage. Was gehört, aber scheinbar hat es nur gegrollt und ist nicht aggro gegangen. Aber wir werden hier früher oder später auf jeden Fall, wir sind ja schon fast da, früher oder später auf jeden Fall reingehen. Ja, das steht vollkommen außer Frage. Ich würde nur sagen, jetzt ist noch nicht unbedingt der Moment, wo ich sagen würde, wir sind hier good to go. noch nicht so ganz. Da fehlt noch ein bisschen was in unseren Skill Trees. Beziehungsweise ich würde sagen, vor allem Ausrüstung fehlt da. Na, mehr Rüstung, Stuff, sowas wär schon nicht schlecht, um hier Karriere zu machen. So, dann müssen wir gerade mal schauen. Das war schon hier in der Kurve. Und dann gehe ich mal stark davon aus, dass da irgendwo was Höhlen... Halt dich doch fest. Alter, das war gerade richtig close. Dass da irgendwas Höhlenähnliches abgeht hier. Okay, wo sind wir denn jetzt in der... Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall noch viel weiter runter. Hier kann man einfach so in die namenlose Stadt rein. Das ist ganz nice zu wissen. Könnte man sich überlegen, hier früher oder später mal einen kleinen Außenposten zu bauen. Ein paar Lager hinstellen, solche Geschichten. Hey, ich wüsste so gerne, was das Problem von der Cam ist. Wisst ihr, jetzt filmt sie einfach durch. Schon über 20 Minuten, so wie früher halt auch immer. Ja? Und es gibt keine Probleme. Warum gab es also jüngst, ja, namentlich vorher, ein Problem? Es ist, ich wüsste es dann auch einfach immer gerne. Sowas quält mich richtig. Wenn ich einfach nicht checke, das sieht doch vielversprechend aus. Warum sind wir jetzt genau in der Kurve? Ja, das war der Spot. Da müssen wir rein. Ja, Sadie, komm, wir gucken uns das mal an. Aha. Schieferrückenhöhle. Sind die strong? Verderbnis? Ja, aber wir haben Sadie dabei, also gar kein Thema. Die haben auf jeden Fall, die sind gut tanky. Frage ist, teilen die Damage aus? 0. Okay, dann ist alles easy. Sadie, kommst du hier ran? Ganz ruhig, komm mal her, jetzt hier, was ist denn? Sie steht schon gut auf dem Schlauch hier und da, komm. Dann nimm mal den, vielleicht kriegst du es damit ja geschissen. Können die bluten? Die können nicht bluten. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn irgendein Gestein bluten kann. Ja, eben, Sadie, zeig mal, wie es da ist, ha? Ja, seht ihr, und das mit der Verderbnis ist so gar kein Problem. Und da geht... Sadie? Wo war sie? Die geben ja aus der Hölle viel EP. Mal angenommen, wir waren jetzt gerade kurz vorm Level up bei ihr. Dann geben die richtig viel EP. Über 20.000? Das ist eine Shit-Ton. Alter, wie gut sie levelt. Bro. Insane, wie gut sie levelt. Insane, wie sie einfach bei jedem Level up gute Punkte bekommt. Komplett insane, ich sag's euch.
Und ich sag euch das vor allem aus der Warte heraus, dass ich gerade auf dem Server, von dem ich erzählt habe, quasi nichts anderes mache, als Getreue zu zähmen, gute zu bekommen und die so zu leveln, dass ich mir denke, okay, die liefern. Und noch niemand hat bei jedem Punkt, wirklich bei jedem Punkt, auf fast jeden Punkt etwas bekommen. Es gibt immer mal ein Level, wo die sagen, oh nee, jetzt gerade habe ich nicht so Bock, da was zu bekommen. Zu dritt könnten die schon Damage machen. Ich würde ganz gerne einen rauskiten eigentlich. Oder Sade, das siehst du ähnlich. Ein oder zwei. Jetzt wäre also gerade eine gute Option. Könnten wir mal. Ja, komm mal hierher. Genau, zwei sind okay. Zwei sind okay. Zwei müsste gehen. Ja, komm. Ich glaube, wir pinseln da einfach durch. Wenn Sade auch dabei ist, vielleicht einen dann spottet. Ja, kommt. Das ist jetzt egal. Wir ziehen hier einfach durch. Dass sich bluten können. Dann regeln wir das nachher mit Aloe oder so. Vielleicht hätte ich ein paar Verbände mitnehmen sollen. So, zusätzlich zu Aloe. Aber 10 Aloe müsste passen. Und Sade zieht da auch gut durch. Und kriegt echt wenig Damage, muss ich sagen. Sehr schön, ja. Sie ist jetzt schon gut tanky. Hat halt auch relativ viel Mut. Gar keine Frage. Also einen hohen Rüstwert. Wenn da noch bald ein bisschen mehr Vitalität dazu kommt, dann ist sie richtig gut unterwegs, würde ich behaupten. Sie kriegt definitiv auch noch einen Katana, oder? Was? Oh, nee. Okay, ja, seht ihr? Da muss ich schnell pausieren. Jetzt mache ich den noch schnell nackig. Ja, ihr werdet sehen. Ah, P's Gesicht ist weg. Die Videokamera. Movie-Aufnahme wurde automatisch angehalten. But why, though? Ja, es sind noch nicht die 30 Minuten, bei denen das normal wäre, dass sie automatisch anhält. Es ist einfach so passiert. For no reason, I guess. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt sad, dass ihr mich nicht seht, aber dann beenden wir das hier und machen in der nächsten Episode direkt weiter, oder? Macht jetzt keinen Sinn, hier wegen 2 Minuten irgendwie nochmal die Aufnahme anzuschmeißen. Schade, dass ich euch nicht sehe, schade, dass ihr mich nicht seht in dem Sinne. Ich wünsche euch was. Stay hydrated, stay Conan Exiles, bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Meine Crew pump ich hoch. Den Bandit pump ich hoch. Mein Garo pump ich hoch, pump ich hoch. Abonnieren pump ich hoch. Yeah.